Ja, hallo miteinander. Hallo und willkommen im neuen Jahr. Das letzte Jahr habe ich beendet mit einem Audio zum Thema von den Vereinnahmten Staaten zur Synkropolis. Die Synkropolis war und ist die Skizze einer Realutopie, wie ich mir denke, was an Rahmenbedingungen zu stellen wäre, zu leisten wäre, wenn wir eine Chance haben wollten, in noch friedlich formatierten Gesellschaftsumwandlungen die Krise, in der wir zweifelsohne leben und die sich noch verschärfen wird, zu bestehen. Ich will daher hier noch einmal die Eckpunkte auf einen kurzen Nenner bringen. Die Grundlage unserer gesellschaftlichen Bewegungsmöglichkeiten ist Energie. Egal, was wir tun, wohin wir uns wenden, was wir an Vorstellungen haben, wohin wir meinen, dass unsere gemeinsame Entwicklung gehen sollte, könnte, müsste. Die Grundlage all dessen ist Energie. Und gerade ist Deutschland mit vollsten Segeln dabei, sich in eine Wirtegemeinschaft hineinzubegeben, in demokratieflankierte Beschaffungskriege. Deutschland wird kriegskombatant in Beschaffungskriegen. Unsere Kriege sind Energie- und Ressourcenkriege. Und das sehen wir gerade in Syrien und das sehen wir auch insbesondere in Mali, denn dort geht's nicht um die Rebellen, dort geht's um das Uran. Und das zeigt schon, der Ort, wo die Bundeswehr sich ansiedeln wird, der Ort heißt nämlich Gao und direkt an Gao herangrenzen, wen wundert es, die Uranvorkommen Malis. Also, eindeutig, das sind alles Ressourcenkriege. Und wenn wir eine Chance haben wollen, da herauszukommen, dann müssen wir ins positivste Denken hineinkommen und in die positivsten Handlungsebenen, die uns möglich sind, und zwar auf dem Absatz. Und wenn Parteien dazu nicht in der Lage sind, und sie sind es offensichtlich nicht, dann müssen die Gesellschaften, die Zivilgesellschaften dieser Welt und eben auch die Zivilgesellschaften Europas und insbesondere die Zivilgesellschaft Deutschlands, muss zu Methoden kommen, um das schnellstmöglich abzulösen und in ein besseres technisches Format zu kommen, das der Gesellschaft die Möglichkeit unweigerlich eröffnet, aus den Ressourcenkriegen herauszukommen. Das muss geleistet werden, und zwar von verschiedenen Ebenen des Vermögens. Das ist einmal das intellektuelle Vermögen und das Vermögen, das sich dennoch intellektuell in der Technik niederschlägt, eben Ingenieurwissen, Ingenieurwesen und technisches Know-how. Das ist heute alles machbar, habe ich schon kurz beschrieben in dieser Synkropolis-Skizze vom Ende des letzten Jahres, das geht, die solarbasierte Vernetzung von Architektur, Siedeln, Bauen mit Verkehrsinfrastruktur. Das nur als Hausnummer, als Grundbasis, um aus diesen Ressourcenkriegen rauszukommen. Kurzum, dass man endlich alle Schritte geht von der Energiebeschaffung zur Energieernte. Und eine Energieernte im Inland macht entbehrlich, dass die Kinder mit Stahlhelmen die Ressourcensicherung flankieren. Dann können unsere Kinder, wie schon des Öfteren gesagt, mit dem Sonnenhut in die Welt fahren. Und der Stahlhelm wird entbehrlich. Und daher noch einmal, womit die Kinder in die Welt hinausfahren, entscheidet sich mit dem, was wir bauen. Darum ist es mir so wichtig, dass man das versteht und sich die Energieversorgung nicht auseinanderrechnen lässt durch Strompreisbremsen auf der Stromrechnung und Anstieg der Militärkosten auf der anderen Seite. Die stehen dann aber nicht auf der Stromrechnung. Aber auch diese Militär- und Kriegskosten werden vom Bürger bezahlt. Egal, ob sie auf der Stromrechnung oder, salopp gesagt, auf einem anderen Deckel stehen. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich ein Treppenwitz,
der politischen Geschichte der jüngsten Zeit, wenn ausgerechnet ein Peter Altmaier, der die Bürgerenergiewende zersiebt hat, zerschossen hat. Dass ausgerechnet dieser Peter Altmaier nun die Talkshow-Sessel durchrutscht als Kanzleramtsminister oder Kanzleramtsbeauftragter für Flüchtlingsfragen. Man muss die Dinge endlich zusammendenken. Und Flüchtlinge und Ressourcenkriege gehören zusammengedacht. Da habe ich ein eigenes Audio zugemacht. Flüchtlinge und Ressourcenkriege. Daher hier nur noch mal ganz kurz. Das sind mit Sicherheit Fragen, die sich der monokausalen Deutung entziehen. Aber die Vernetzung, die Verbindung von Ressourcenkriegen und Flüchtlingen liegt zumindest auch auf der Hand. Wer sich also, wie auch immer, die Bekämpfung der Fluchtursachen, die Vermeidung von Flüchtlingsströmen etc. etc., auf welche Fahnen auch immer geschrieben hat, er sollte erfassen, was an eigenen Verursachungen in den Ursachen steckt und welche Pflicht er selbst hat, zu einem Gesellschaftsumbau in Europa zur Vermeidung von Fluchtursachen seinen Beitrag zu leisten. Und wir haben technisch alles in der Hand. Wir haben und hätten es auch in der Hand, da sei noch einmal betont, weil es so wichtig ist, den gesamten europäischen Südgürtel von Griechenland bis Portugal in eine solarintegrative Energieerntestruktur für Europa, Gesamteuropa einzubinden. Auch das böte gute Arbeitsplätze für die nächsten Jahrzehnte und würde mit Sicherheit prinzipiell nie die Arbeit ausgeben. Für die nächsten Jahrzehnte mit Sicherheit nicht. Wenn sich gegen solche Kriegsvermeidungsoptionen über neue Technik nicht massivste Widerstände einschalten würden. Blauäugig ist jeder, der nicht davon ausgeht, dass sie sich einschalten werden. Die große Frage wird sein, ob sie in einer informierten europäischen Zivilgesellschaft mit diesen rückwärtsgewandten Bewahrungstendenzen durchkommen. Und diese Bewahrungstendenzen, sei nochmal eindeutig gesagt, gehen eben bis in reale Kriege mit vielen Toten und vielen Vertreibungen und eben Flüchtlingen. Daher ist es ganz wichtig, dass eine informierte Zivilgesellschaft sich ihr Zukunftsmodell nicht durch die Geschäftstätigkeiten der Anführungszeichen Altvorderen zugrunde richten lässt. Just by the way, ich habe vor einigen Wochen das erste Mal gelesen, dass Yannis Varoufakis als ehemaliger griechischer Finanzminister und der sich in den europäischen Politinnereien, Anführungszeichen, bestens auskennt, der in den wenigen Monaten, die er als Finanzminister Griechenlands in Brüssel unterwegs gewesen ist, doch tiefe Einblicke gewonnen hat und der von einer Reparatur Europas spricht, dass eben Yannis Varoufakis an einer neuen europäischen Plattform arbeitet, die er demnächst auch vorstellen wird, wo die Menschen Europas in den unbedingten Vordergrund gesetzt werden. Das, just by the way, ist mir natürlich sehr sympathisch und sei hier ganz einfach mit sonnigem Gruß erwähnt. Also, Europa ist anders gestaltbar und es liegt an den Zivilgesellschaften Europas, Europa nun endlich in andere und menschengemäßere Gestaltungsprozesse hinüberzubringen. Daran wird sich viel, wenn nicht gar alles, entscheiden. Und noch einmal, ein Rückfall in Nationalitäten innerhalb von Europas, wo sich der eine gegen den anderen abschottet, erscheint mir als der Ausdruck des Misslingens Europas schlechthin. Und das haben die zu verantworten, die Europa zu einem Einsackformat der Staatenvereinnahmer
im Signum der vereinnahmten Staaten machen wollten und wollen. Und wenn wir nicht unsere Verursachung beenden, und noch einmal, wir haben alle technischen Möglichkeiten. Warum gibt es hier keine Konzerne, die ein Komplettangebot aufbauen von Siedeln bis Mobilität? Siedeln, Solarstrukturen, Solarversorgung und auch Wind, dort wo er weht, erneuerbare Energien, integrativ in Architektur und Siedlungen eingebaut, mit natürlich dann auch integrativer Mobilitätsstruktur. Warum nicht ein Haus mit einem Auto verkaufen, mit einem Elektroauto oder einem Leasingmodell oder pachten oder mieten und so weiter und so fort? Der Modelle der geschäftstragenden Ideen dürfte da wohl kaum so schnell der Spielraum ausgehen, jedenfalls dann nicht, wenn man sich nicht noch ausgerechnet von politisch-administrativer Seite dazu berufen fühlt, eine bürgerschaftlich organisierte und vorangetriebene Energiewende zum Schutze der alteingesessenen Energieversorgerstrukturen herauszubläuen, wie in den letzten Jahren in Deutschland geschehen. Wenn man also endlich darauf kommen würde, alle Potenziale, sowohl die industriellen als auch die bürgerschaftlichen Vernetzungsmodelle massivst zu befördern, dann könnten wir schnell die entscheidenden Schritte leisten. Und es wäre doch mit Sicherheit möglich, sowohl die industriellen Varianten von schnellen Baumethoden, Stichwort modulare Bauweisen, zur Wohnraumschaffung und gleichzeitig vernetzter Energieerzeugungs- und Nutzungsstruktur bis in die Mobilität hinein anzupacken, als auch bürgerschaftlich organisierte Baugesellschaftsformen von Baugemeinschaften etc. etc. Sind wir eigentlich zu blöd, um das vor uns Liegende zu sehen, zu erfassen? Welche Chancen, welche Möglichkeiten ein so industrialisiertes und technisch hochstehendes Land wie Deutschland hätte, wirklich massivst in eine Befriedungsstruktur hineinzukommen? Hier ein kurzer Einschub. Immer wenn ich in der letzten Zeit höre, auf die Straße gehen, dort und dort, zu dem und dem Anlass, auf die Straße gehen, ich habe dann immer das Gefühl, ja, ist alles gut und alles wichtig. Aber auch wichtig, zumindest auch wichtig wäre, das Straßen bauen. Wenn das auf die Straße gehen noch ergänzt würde durch das Straßen bauen. Wir bauen die Straßen im Bild. Anführungszeichen, Straßenbau. Wir bauen Straßen, wir bauen Wege. Das heißt, wir bauen auch Häuser, wir bauen auch Siedlungen. Wir ergreifen die Gestaltung unserer Lebensräume selbst, wo immer es möglich ist. Und da ist es eben ganz wichtig, dass sich da auch Kapital aus dem monetären Segment hinzufügt. Wo immer Kapital eingesetzt werden kann, dass man es in solche Strukturen hinein investiert. Wer immer Geld hat und investives monetäres Kapital einbringen möchte, der hat nach meinem Empfinden in diesen Tagen und Zeiten bestes Umfeld, sich mit solchen integrativen Siedlungsmodellen auseinanderzusetzen. Und wer in den Frieden investieren möchte, kann das in einer solchen Richtung tun. Und sollte je jemandem von denen, die das hören, ein Ansprechpartner für Ideen in der Richtung fehlen, ich bin gern bereit, mit allem, was ich weiß, hinzuzutreten. Ein E-Mail genügt. denkgarten@gmail.com und wir können über alles sprechen. Das auch just by the way. Nochmal, wir hätten Arbeit auf Jahrzehnte. Und wir hätten in Deutschland und Europa
Geschäftsmodelle für die nächsten Jahrzehnte und praktisch aus dem Ärmel heraus auf der Matte und sofort zu realisieren, sofort anpackbar. Wir müssten nur endlich verstehen, dass alle verstehen müssten, dass mit friedensintensivierter Politik und Wirtschaft viel mehr zu verdienen ist in allen Kategorien des Kapitals als mit Krieg, Ausbeutung und Vertreibung. Wir müssen endlich verstehen und gegebenenfalls weltweit den Beweis riskieren, dass mit synergetischen Vernetzungen und Kooperationen viel mehr zu verdienen ist als mit Vernichtung der jeweiligen Konkurrenz und der Habsucht in allen Ebenen des Wirtschaftslebens. Und ein Staat, der sich, wie wir namentlich gerade in diesen Tagen und Zeiten sehen, den Habsuchten einiger verschrieben hat und bis in Ressourcenkriege in die Dienlichkeit einer extrem hinterfragbaren Wertegemeinschaft sich hineinbegibt, eine solche Politik ist letztendlich und schlichtweg Verrat an der Zukunft. Wie bereits in einigen anderen Beiträgen gesagt, nach meinem Empfinden leben wir gewissermaßen als Spitz-auf-Knopf-Kompanie in sehr bedrängten Zeiten. Und es entscheidet sich in diesen Zeiten und Tagen sehr viel. 2016, gerade angebrochen, verheißt, so wie es sich äußert, nichts Gutes. Es liegt an uns allen, was sich als maßgebend durchsetzen wird. Und da müssen jetzt eben Tatsachenbildungen auf den Plan treten. Mit Diskussionsrunden und guten Ideen allein kommen wir da nicht voran. Es müssen die Tatsachenbildungen auf den Plan treten. Und darum noch einmal begrüße ich auch so eine internationale Initiative wie von Yannis Varoufakis. Und ich hoffe darauf, dass sich die konstruktiven Ideenverschränkungen, die Vernetzungsebenen in Europa durchsetzen können, die dieses Europa neu erfassen und neu gestalten können. Denn ein Auseinanderbrechen Europas wäre nach meinem Empfinden eine internationale Großkatastrophe. Das möchte ich eindeutig so sagen. Wenn wir da wieder hinten runter zurückrutschen in unsere Nationalstaatengehege und den Sprung in etwas wirklich Neues nicht schaffen, weil diejenigen, die Europa bauen wollten, Europa als Idee zutiefst verraten haben, dann sind wir alle davon bedroht, dass dem ersten Verrat ein zweiter folgt. Mit Folgen, die in neuen oder wieder auflebenden Nationalbefindlichkeiten und Abschränkungen gegen den anderen zu Ergebnissen führen, die ich für die Zukunft Europas nicht für wünschenswert halte. Daher ist es mir so wichtig, dass wir in Anführungszeichen Bauformate kommen, dass wir ins Konkrete, in die Tatsachenbildungen kommen. Baugruppen, Gesprächsrunden von Bautruppen. Wie können wir das realisieren und dann möglichst schnell in die Tatsachenbildung? So, das war nun hier mein, sagen wir mal, Rückblick ins 2015 mit einigen Adaptionen und einigen Ausblicken und hoffentlich ergreifbaren Möglichkeiten für 2016. Noch einmal das Stichwort der Synkropolis, das 2016 mal als Hausnummer, das wäre das, was ich hier zum Jahresanfang einbringen kann. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche, wie so oft und immer, gute und tatkräftige Zeiten. Tschüss, bis demnächst einmal. Nochmal danke fürs Zuhören.